Hallo, liebe Schüler, es geht um das Lösen von Bruchgleichungen. Wir sind im Lehrbuch Seite 23. Da steht oben im grünen Merksatz, Gleichungen, die im Nenner eine Variable enthalten, heißen Bruchgleichungen. Also meine Variable ist im Nenner. Ist also eine Bruchgleichung. So, dann steht unten Seite 23 Schritte für das Lösen. Erstens den Bereich der erlaubten Zahlen festlegen. Definitionsbereich festlegen. Jetzt müsst ihr mal dran denken, dass ich nicht durch 0 teilen darf, also mein Nenner darf nicht 0 werden, sprich, ich darf für x nicht 0 rausbekommen. So, das kann ich machen, indem ich halt einen Satz schreibe. Ich schreibe jetzt mal auf die 0, schreibe das eben halt so als Zahl auf, darf nicht Lösung sein. Jetzt kann man das natürlich auch anders aufschreiben. Ich zeige es mal, indem ich sage, der Definitionsbereich, hier steht ja Definitionsbereich festlegen, ist immer D, Definitionsbereich, macht man so ein kleines F und drunter, sind alle Zahlen, die ihr kennt, das sind die rationalen Zahlen, habt ihr das hier kennengelernt, und die haben als Symbol das Q. Aber nicht die 0, und dann schreibt man außer 0, und das außer, das ist so ein Backslash. So, und da das eine Mengenschreibweise ist, muss man die 0 dann auch noch in geschweiften Klammern setzen. Also, so kann man das aufschreiben, wenn man dann nicht immer einen Satz aufschreiben will. Also 0 darf nicht rauskommen. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Bruchgleichung gelöst wird. Da steht Seite 23, zweitens durch Multiplizieren mit einem gemeinsamen Nenner. Eine Gleichung ohne Bruchterme herstellen. Wir machen es einfach so. Wir multiplizieren die Gleichung mit allen Nennern durch, wo die Variable steht. Ich habe aber hier nur einen Nenner. Also ich rechne jetzt beide Seiten der Gleichung mal x. So, da gucken wir mal, was dann passiert. Das habe ich links stehen, 30 gebrochen x mal x plus. Plus 4 mal x ist gleich 19 mal x. Also das x, was ich jetzt hier genommen habe, muss auf der linken Seite auftauchen und auch hinter sämtlichen Summanden. Und natürlich auch auf der rechten Seite. So, das heißt, wenn ich jetzt rechne 30 gebrochen x mal x, dann heißt das, dass sich das x kürzt. Streich es mal so weg und da bleibt nämlich einfach nur noch 30 übrig. 4 mal x, naja, das kann ich auch 4x schreiben. Und 19 mal x sind 19x. Jetzt ist es eine einfache lineare Gleichung. Ich rechne also minus 4x. Dann bleibt links 30 stehen. Und 19x minus 4x sind 15x. Und jetzt muss ich noch durch 15 teilen. Und dann bleibt übrig, 30 durch 15 sind 2 und 15x durch 15 bleibt x übrig, also x ist gleich 2. Und jetzt haben wir ja hier gesehen, 0 darf nicht rauskommen, 2 ist in Ordnung, also meine Lösung ist 2. So, da schauen wir uns nochmal ein anderes Beispiel an. Wir waren ja jetzt hier. Ach so. Nee, jetzt schauen wir uns mal Seite 24 Nummer 3 an. Das war nur ein Beispiel, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Seite 24 Nummer 3. Okay, also wir schreiben erstmal auf, welche Zahlen nicht als Lösung erscheinen dürfen. Demzufolge gucke ich mir mal meine Nenner an. Die sind beide gleich, dann ist die Arbeit ein bisschen leichter.
Also, wann wird dann Nenner 0? Wann wird x minus 2 0? Naja, wenn ich für x 2 einsetze, weil 2 minus 2 ist 0, also kann ich sagen, der Definitionsbereich sind wieder alle Zahlen, die ihr kennt, das sind die rationalen Zahlen, aber nicht die 2. Also dieser Backslash steht für eigentlich für Minus. Und da das die Mengenschreibweise ist, sieht das so ein bisschen gruselig aus. So, jetzt hatte ich ja gesagt, erster Schritt beim Lösen, wir multiplizieren mit sämtlichen Nennern schrittweise, wo x steht. Also multipliziere ich jetzt mit den Nenner x minus 2. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin. Dann habe ich 7 gebrochen x minus 2 mal x minus 2 plus 4 mal x minus 2 ist gleich 15 gebrochen x minus 2 mal x minus 2. Also, ich will beide Seiten der Gleichung mit x minus 2 multiplizieren. Also erscheint das links, aber auch wirklich hinter jedem Summanden und rechts. Gut, da habe ich ja jetzt nur einen Term. So, und das machen wir deshalb, weil nämlich jetzt das x minus 2 rausfliegt, x minus 2 und x minus 2 kürzt sich und dann bleibt die 7 übrig. Plus 4 x minus 2 ist gleich x minus 2 kürzt sich 15. So, na gut, jetzt können wir das einfach lösen. Da habe ich hier 7 plus 4 mal x ist 4x, 4 mal minus 2 ist minus 8, ist gleich 15. Jetzt kann ich das zusammenfassen. 7 minus 8 auf der linken Seite ist minus 1 plus 4x ist gleich 15. Jetzt rechne ich plus 1, da fällt es links weg. Da bleibt übrig 4x ist gleich 16. Jetzt teile ich noch durch 4 beide Seiten und dann bleibt links x und 16 durch 4 ist 4. So oben habe ich geschrieben. Hier an dieser Stelle alles außer der 2. Naja gut, demzufolge ist die 4 auch die Lösung. Eine Aufgabe haben wir noch. Jetzt habe ich noch die Aufgabe 7, Seite 24. Das wäre jetzt die Aufgabe. So, jetzt gucken wir mal wieder, was wir für den Definitionsbereich einsetzen können. Definitionsbereich ist gleich alle rationalen Zahlen außer links im Nenner darf ich die 4 nicht einsetzen, weil 4 minus 4 ist ja 0. Und rechts habe ich jetzt mal einen anderen Nenner, da darf ich die minus 2 nicht einsetzen, weil minus 2 plus 2 ist 0. Also sage ich, alles außer minus 2 und die 4. Ich habe das hier mal der Größe nach geordnet, ja. So, jetzt müssen wir halt uns die einzelnen Nenner vornehmen. Als erstes multipliziere ich mal mit dem linken Nenner, wo das x steht, also mal x minus 4. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin. Habe ich also 3 gebrochen x minus 4 mal x minus 4. Und auf der rechten Seite habe ich 21 gebrochen x plus 2 mal x minus 4. Okay, jetzt gucke ich mal, wo sich was kürzt. Also ich will noch mal zeigen. X minus 4 heißt auf beiden Seiten der Gleichung. Das schreibe ich erstmal einfach so dahinter. Ja.
So, auf der linken Seite fällt das jetzt weg, das kürzt sich, bleibt also 3 übrig. Auf der rechten Seite kürzt sich nichts. Differenzen und Summen kürzt nur die Dummen. Kürzt bitte nicht die 4, die hier steht, mit der 2, die im Nenner steht. Auf der linken Seite habe ich ja den kompletten Summanden gekürzt. Also ich schreibe das jetzt einfach nochmal so hin, wie es steht. Ich kann erstmal nichts kürzen. X plus 2 mal x minus 4. So, jetzt nehme ich mir den nächsten Nenner vor, wo x steht. Das wäre also der Nenner. Also muss ich jetzt beide Seiten der Gleichung mit x plus 2 durchmultiplizieren. So, gucken wir mal, was passiert. Auf der linken Seite steht 3 mal x plus 2 und auf der rechten Seite steht 21 gebrochen x plus 2 mal x minus 4 mal x plus 2. So, und jetzt muss ich der Nenner, ich zeige es nochmal hier mit meinem Zauberstab, also ich wollte mit x plus 2 durchmultiplizieren, weil hier steht ja x plus 2 im Nenner. Und dann schreibe ich das erstmal hinter beide Seiten der Gleichung. So, jetzt müsste sich ein Nenner wieder kürzen, sonst wäre die Sache nicht besonders sinnvoll. Also links, das lassen wir mal so stehen, 3 gebrochen x plus 2. Und auf der rechten Seite kürzt sich der Nenner mit dem x plus 2. Und dann bleibt übrig 21 mal x minus 4. So, das kann ich jetzt lösen. Das ist ja eine lineare Gleichung. Also ausmultiplizieren. 3 mal x ist 3x. 3 mal plus 2 ist plus 6. 21 mal x sind 21x und 21 mal minus 4 sind minus 84. So, jetzt bringe ich die 21x nach links. Ich bringe erstmal das nach oben, indem ich rechne minus 21x. 3x minus 21x ist minus 18x plus 6 ist gleich minus 84. So, und jetzt kriege ich die plus 6 nach rechts, indem ich minus 6 rechne. Da habe ich also minus 18x ist gleich minus 84 minus 6 ist minus 90. Und jetzt brauche ich ja nur noch durch minus 18 zu rechnen. Ja, hier steht ja links, steht ja eigentlich minus 18 mal x. So schreibt man es halt nicht auf, aber das steht eigentlich da. Ich rechne also jetzt durch minus 18, dann bleibt x übrig. Minus durch minus ist plus und 90 durch 18 ist 5. So, jetzt gucken wir noch mal oben, was hier stand. Also, ich darf alle Zahlen einsetzen. Hier, alle Zahlen, also minus 2 und 4. Das heißt, die 5 ist kein Problem. Und insofern kann ich es unterstreichen. Okay, das Ganze könnt ihr auch in GeoGebra mal eingeben, wenn ihr das überprüfen wollt. Ich mache es hier mal. Okay, ich brauche also jetzt bei Perspektiven dieses CAS-Modul. Muss ich mal gucken, dass ich das hier schließen kann. Und jetzt haben wir gesagt, wir geben einfach die Gleichung ein. Wir können ja mal diese 7a eingeben. Da brauche ich jetzt eine Tastatur. Also ich gebe mal ein 3 gebrochen
x minus 4, x minus 4, so ist gleich 21 gebrochen x plus 2. Jo, jetzt sagen wir lösen, indem wir hier oben auf das x ist gleich drücken und da kommt als Lösung 5 raus. Ja, das haben wir ja auch entsprechend rausgekriegt. Gut, dann probiert mal die anderen Aufgaben und da wünsche ich euch noch viel Erfolg.